Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken heute Random Squads und Fall Guys. Ihr könnt zufällig mitmachen, bestimmen wir über den Twitch-Chat. Wer es schafft, mit uns zu gewinnen, bekommt 100 Euro. Also wir dürfen schon mal nicht gewinnen, Rumatra und ich. Und einer von den beiden Randoms könnte dann gewinnen. Jedes Mal, nach jeder Runde, wenn keiner von uns gewonnen hat, steigt der Jackpot um 10 Euro. Kann bis ins Unendliche steigen. Jeder hat zwei Chancen. Ihr kommt einmal rein, könnt zwei Runden mit uns zocken, seid ihr zweimal tot, kommt zwei neue. Habe ich ultra Bock drauf. Und dann würde ich sagen, drücken wir mal ready. Aber wir können die jetzt echt aktiv behindern. Ja, wir sollten, also ich probiere lieber zu gewinnen, anstatt dass die verlieren, weißt du? Ja, ja, stimmt. Ich habe auch erst einen Win, ne? Ich brauche mal jetzt wieder auch einen. Echt jetzt? Oder? Mega wie viel von dir. Na, ich habe nie gespielt. Und wann, als ich gespielt habe, war ich insane. Oh, hier ist schon ein Sweater direkt. Ja, vor dir ist auf jeden Fall keiner, damit wir fliegen jetzt auch direkt am Anfang raus. Oh, das wäre geil, das wäre geil. Spielen wir dann die Runde fertig, wenn die jetzt direkt am Anfang rausfliegen? Klar, klar. Ach so, Leute, und dann jetzt hier noch das Allerwichtigste. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich veranstalte ein großes Fall Guys Turnier mit vielen Streamern und YouTubern. Das wird ganz schön dicke Preisgelder geben. Und da brauchen wir jetzt hier auch für den Live-Chat speziell oder auch ihr auf YouTube, könnt ihr mal drunter kommentieren, brauchen wir Streamer und YouTuber, die halt live dabei wären. Wir würden irgendwie ein Race machen, wer zuerst drei Wins hat, bekommt, keine Ahnung, 3.000 oder 4.000 Euro, irgendwie sowas. Und dann gibt es auch noch für den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Platz was. Die dürfen nicht zu krass sein. Reapers ist zu krass. Ich sag mal, nur Leute, die unter 20, unter 15 Wins haben. Papa Platte auf jeden Fall, Sascha würde ich feiern, Rumatra ganz klar, Mickey hat 35 Wins, ich liebe Mickey, aber ich glaube, er hat durchgesuchtet, ich glaube, er wäre nicht am Start. Monte kann ich sehr gerne fragen, aber natürlich auch Leute, wo ich dann auch Kontakt habe, wenn jetzt hier Paluten schreibt, noch nie mit Paluten gesprochen. Übers als Co-Caster, das würde auf jeden Fall Sinn machen. Paluten ist doch der größte Let's Player überhaupt mit Standard-Skill, das ist... Oh ja, Carlis. Nebelnik? Ah, der kann auch wieder zu OP sein. Der ist so ein kleiner Sweater. So, jetzt fragen wir noch Tobias Spirit Hawk. Okay, ja, Twitch-Chat ist gerade ein bisschen lost. Vielleicht kriegt ihr das auf YouTube ein bisschen besser mit der Kommentarfunktion. Jo, der eine ist geflutscht. Komm schon! Oh, voll die Birne gestoßen. Hier ist alles zu! Die ganze rechte Seite! Ich bin raus. Ja, die ganze rechte Seite ist zu. Ich weiß nicht, wer die Scheiße programmiert hat. Ich bin vorvorletzter. Was geht noch? Wie soll man hier noch aufholen? Oh, chillig, ich bin raus. Ausgeschieden. Also das ist lächerlich. Dieses Tor-Game ist okay, aber warum macht man eine Seite komplett zu? Jeder, der rechts saß, raus. Und nur sein WLAN ist gecrashed. Ja, ihr solltet schon, wenn ihr mit das ist, haben und halt... Game-Abstürze, ja. WLAN, Verbindungsfehler. Euer Bruder hat euch einen Roundhouse-Kick verpasst. Ihr seid ohnmächtig und konntet nicht joinen. Das ist alles euer Bier, okay? Ja, ja. Die Zeit haben wir hier nicht. Wir wollen hier richtig viele Kandidaten durchbuttern. Alles Gute, Max, mein Bre. Danke, Mehmet, mein Bre. Ist ein Bre nochmal eine Steigerung von einem Bro oder einem Bra? Rumatra? Du bist doch drin da. Bre ist, ist ein Bre? Vibra. Was ist ein Bre? Ja, Vibra. Bre ist wie Bra und Bra ist das stärker oder schwächer als Bro? Ist gleich. Ist gleich. Ja, okay. Was? Er hat übel random. Ja, ja. Aber er lebt. Bist du auch tot, Rumatra? Jo, er ist nach oben gefetzt. Und nach unten gefetzt. Ich gewinne das Ding. Das wäre so, das... Oh, hä, er kriegt die Bälle ab, aber er ist immun gegen Bälle. Oh, das war es, das... Ich hab gewonnen. Also, er kriegt es gar nicht hin. Ich bin enttäuscht. Ja, also... Okay, wir haben die nächsten zwei. Du musst raus aus der Gruppe. Gruppenmenü und Gruppe verlassen. Ich lade wieder neu ein. Okay, du musst dir die Namen merken. 1189 ist es und... Du musst jetzt merken. Ich frag dich gleich, wenn ich raus bin. Warum lachst du? Das war einfach normal. What? Ey, oh, ich hab mich fast geschafft! Aber ich wurde von einem anderen geballert, von einem Random. Was? Oh, ich hab den perfekten Double Jump gemacht, wie Reapers mir das beigebracht hat. Ja, guck dir das mal an. Ja, ich komm ja auch nicht hoch. Oh mein Gott, ja, ich bin raus. Ich schaff's gerade nicht. Yo, der wartet da oben. Geiler Typ. Er winkt. Nee. Er wollte mich halten. Was? Wieso wollte er mich halten? Lost. 120 Euro ist der Checkpot gerade, gell? 120 Euro. Was ist denn beide gewinnen? Ach nee, das geht ja nicht. What the fuck? Holy shit, ich bin lost. Das aber ganz ehrlich, ich hab kurz nachgedacht. Oh mein Gott, Alter, sind wir beschissen. Wir sind halt kacke, aber das reicht. So scheiße.
muss jetzt nicht die schlauesten Fragen stellen. Wir sind ja nicht bei Arte oder irgendwie sowas. Weißt du, was ich meine? Ach so. Ja, guck, ich bin sogar so dumm, ich verstehe nicht mal deine... Ja, ja, selbst das checkst du nicht. Du checkst einfach gar nichts. Du zockst einfach. Du bist einfach nur heute dafür da, um Leute zu verraffeln, dass sie hier mitspielen. Ich bin Erster. Leute, ich habe die beste Position bekommen. Und du bist hingefallen. Ich wurde schon wieder gefoult, das hasse ich. Renn, das schaffst du nicht. Wenn du jetzt nochmal verlierst, bist du raus. Und du bist raus. Ah, ne, bist du nicht. Schaffst du's? Ausgeschieden. Ich zweimal jetzt? Der gleiche. Ja, es ist zu voll. Es sind zu viele Spieler. Ich flutsch die ganze Zeit einfach so seitlich weg. Ich würde gerne mal Reaper sehen, wenn er so übel gedrängelt ist. Wenn so 20 Leute auf einen Haufen sind. Alle halten sich fest, fallen hin. Alter. Ich könnte ihn noch sabotieren. Ja, nee, die sollen. Nein, nein, nein. Mich? Nicht so ein kleiner Nee, oder? Arsch? Moderatoren, Abstimmung. Dürfen wir die Kandidaten versuchen zu töten? Ja oder nein? Vor allem versuchen zu töten? Ist das Game 18 oder was? Stell dir vor, der Typ will jetzt Ziel laufen, du holst ein Messer raus und rammst ihn das irgendwie in die Milz. Oh, er ist. Der, also einer von unseren beiden Kandidaten ist rausgeflogen. Da kommen wir wieder oben, Harvard. Oh. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Wenn er ihn jetzt bekommt, 120 Euro. Oh, der andere ist auch gut. Oh ja, der andere weiß auch, wie man das geht. Der andere ist gute Route, die er da rennt. 10 Sekunden. Oh, ah nee. Kriegt er nicht mehr. Oder? Kriegt er. Vielleicht? Vielleicht? Ganz viel Lack. Ganz viel Lack. Nee. 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 Oh, knappes Ding. Knappes Ding. Aber ein okay. Runde, also zwei Runden. Das war jetzt die erste Runde. Nächste Runde kann er nochmal. Jackpot gewinnen. Geht auf 130 Euro. Was will der eine von mir? Ja, der ist komisch. Der die ganze Zeit, lass doch einfach gut sein, aber der fässt auch jeden an. Der krapscht nicht nur mit. Der krapscht einfach. So richtiger Krapscher. Ist ein Krapscher, sieht man sofort. Qualified. Hier brauche ich nochmal ein paar Tipps, glaube ich. Da brauche ich nochmal ein Ex. Da brauche ich nochmal. Reapers sollte mal ein Video machen von jedem einzelnen, allen Tutorial mit ultra vielen Tipps. Achso, Reapers, weil du hier bist, ne? Warte, ich muss konzentrieren, erzähl ich dir gleich. Oh. Ey! Das Ruth! Das war echt dumm. Warum denn drei Bälle? Ja, weiß ich auch nicht. Die haben einfach komplett den Weg versperrt, die drei Bälle. Way too lost, Alter. Sorry, Mann. Sorry für jeden Zuschauer, den ich damit irgendwie genervt habe. Sorry, wirklich. Digga, die Pflaume da vorne ist gut. Der T-Rex hat einen Run. Das hat er versagt. Komm schon! Let's go! Noch zwei Stück. Jetzt hier nicht verkacken. Oh, ich sag hier, ich sag hier. Bam! Oh! Und jetzt ist es nicht Mitte, es ist wieder rechts. Ich fass es nicht. Und du bist raus, weil du hast es richtig erraten, aber es bringt dir einfach nichts. Oh, das würde mich so sauer machen, Max. Wenn du jetzt rausfliegst, ja, du bist raus. Was? Oh, was? Wieso ist das denn nicht aufgegangen? Ich spring mit vier gegen, ich prall ab! Hä, wieso bin ich denn nicht da durchgefetzt? Oh. Viereck voll gegen die Wand, es geht nicht auf und danach fällt es auf. Oh no, wir diskutieren die ganze Zeit, was er jetzt für ein Pfeffer ist, ob Pfeffermühle oder Pfefferstreuer, aber er ist einfach eine Patrone. Oh Mann. Eine Kugel ist doch viel bedrohlicher als ein scheiß Pfefferstreuer. Trimax, es gibt wahrscheinlich einen Trick, aber du bist wahrscheinlich eh zu los, den zu verstehen. Sorry. Saugeiler Kommentar. Mega geil. Es gibt vielleicht auch einen Bann, aber vielleicht bist du auch zu los, den zu verstehen. Er ist raus. Leute, ja. Was? Ist er doch drin oder ist er raus? Er war in der Luft. Warte. Wo ist er denn? Ein Pfeffer ist noch drin. Oh mein Gott, er war schon ein Millimeter vom Boden, vom Tod. Er war in der Luft, er war völlig weggefetzt. Aber er ist noch drin. Na, Matra? Dann zeig mal. Hätte ich auch gefühlt, wenn ich mal ganz nach unten droppen lässt und da die Ballast. Oh, hast du gerade den Scout? Ja, ich glaube, ich habe gerade den Scout gegrieft. Roommate Fenrir. Mache ich auch immer. Nicht so ja. Gut, aber. Und dann falle ich komplett runter. Man muss sich viel früher auf den Fall nach unten konzentrieren. Das muss einen guten hinlegen. Boah, man fällt ja fast runter, wenn man in Hechtsprung landet, ne? Ja. Gut gemacht, gut gemacht. Roommate Fenrir. Ich darf doch wohl sehr bitten. Oh, das ist unsafe. Oh, huge.
Junger Mann. Oh, da ist der Mate. 150 Euro kann er gewinnen. Wir sind im Finale. Oha. Ich weiß nicht, was hier besser ist. Chillig versuchen zu überleben oder auf die Leute auf Behinderung zu gehen. Weil er kann dich jetzt abschneiden, dann hast du richtig ein Problem. Ja, ja. Schade. Gewinnt egal, drin? Nee, die ist auch nicht drin. Die sind auch nicht drin. Die haben's auch nicht drin. Ajo, sie hätten es da machen können. Die hätten es machen können. Ich hab's auf jeden Fall nicht gemacht. T-Rex gewinnt, ja. Okay, Jackpot geht auf 160 Euro. Ja, 160, müssen wir uns merken. Dann schauen, wie er spielt. Ich bin gespannt. Boah, der ist auch so nervös. Oh, er fällt direkt. Das gewinnt er nicht. Oder? Na, er macht einen langen Gelben hier. Er macht einen langen Gelben! Oh. Das kann er gewinnen. Stabiler Start. Stabiler Start. Ich dachte, wohl sehr bitten. Guck mal, wie viel Gelb hier oben noch ist. Ja, ja. Das ist actually huge. Aber das ist halt nicht zu bedeuten. Ich kenne das. Und dann fällt so alles runter. Ja, ja. Aber das ist heftig. Nicht nervös werden jetzt. Er muss den... Oh, oh! Oh, er hat sich alles auf einmal... Was? Gut. Er ist noch drin! Wieso ist das so spannend? Oh, 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 oh nein! Oh, nein, es geht um so viel Geld! Oh. Das war aber ein ganz knappes Ding. Der ist so nervös. Der ist so am Schwitzen. Der ist einfach klitschnass geschwitzt und voller Blut. Es kommt einfach Blut aus seinen Augen, so verschwitzt ist der gerade. Guck mal, wie, er kommt ihm einmal entgegen. Nein! Oh, nein! Nein, oh, nein, nein, spring! Oh mein Gott, ist das spannend. 170 Euro, zwei Leute, zwei... Ach, zwei müssen noch raus. Oh mein Gott. Never. 160 Euro geht es? 160 oder 70? Eins gegen eins! Er hat's gewonnen! Halt's Maul, er gewinnt das Ding. Alter, war das spannend. Was kriegt er, 160 oder 170? 160. 160 Euro. Digga, er war doch im Teamgame so schlecht. Und im Finale war er erst super krass, fällt dann weit runter, aber gewinnt das Ding. Übertrieben nice, warum war das so spannend? Ey, dieses Hexagon-Ding ist im Finale ja am allerspannendsten. Ey, dann den ersten Gewinner im Random Squads. 160 Euro. Machen. Hier sind sehr viele, sehr nette Kommentare heute mit dabei. Generell zum Content. Das ist nice. Schade, dass es immer nur am Geburtstag ist. Kann man vielleicht auch öfter mal auch so lesen. Ich hatte letztens einen sehr guten Comment. Ne, das war heute sogar. Da hat jemand, die guckt immer unsere, auf Second Try, unsere Kaktusfarm-Talks und Schnacks und in der Mittagspause. Typ so irgendwie 30, zieht sich das in der Mittagspause rein, macht die gute Laune und dann geht's direkt zurück an die Arbeit. Das ist für ihn standardmäßig, dass mittags einfach Kaktusfarm geguckt wird. Und dass er sich sehr darüber freut. Habe ich mich sehr darüber gefreut, dass es ihn... was? Ja, ich wurde komplett durchgereicht einmal. Ich wurde einfach gewallt. Yeet! Ja, das war strong. Ein guter Yeet ist schon ein halber Win. Riskanter Call. Der Dino-Skin. Oh, ey, yo! Yo! Ja? Als erster ausgeschieden. Der Dino-Skin ist der, das Pendant zum Soccer-Skin in Fortnite. Nee, nee, nee. Wenn dann wär's der, wenn dann wär's die Kanonenkugel. Für den Dino-Skin musst du nicht viel spielen. Für den Soccer-Skin auch nicht, what the fuck? Ja. Verbindungsserverabbruch. Verbindungsserverabbruch? Das war schon mal völlig los. Ja, macht keinen Sinn. Die armen Dudes. Das war's. Fertig. Scheiße. Fall Guys so erfolgreich, dass ständig die Server abkacken. Nervt mich. Schnapp dir die zwei, wie wir wiederholen das. Wir haben jetzt zweimal... Ich soll mir die merken? Das ist fast unmöglich, Max. Hey, du sitzt doch jetzt schon in deiner Friendlist, oder nicht? Ja, aber ich habe auch noch andere Leute in meiner Friendlist jetzt eingeladen. Ja, screenshotte die doch schnell, die zwei Kollegen da. Müsst ihr nächstes Mal weitermachen. Was war heute das höchste? 160. Einer hat gewonnen 160 Euro, ja, ne? Mal gucken, ob der Jackpot nächstes Mal höher geht. Das heißt, sechs Leute haben vorher verkackt, weil du einfach vier Runden davon selber gewonnen hast. Oh, geil. Gefällt mir. Ja, fertig hier. Fertig mit der Folge. Ey, Leute, wenn euch das gefallen hat, kostenlos abonnieren. Nicht vergessen. Wir machen das Ganze jetzt öfter. Jeder kann mitmachen. Schaut doch gerne bei Romatra vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Tschüss.